das Mal sind wir beim Hohen Kasten oben. Ganz früh auf sind wir mit der Bahn aufgefahren und jetzt geht es die See- und Trottinettwanderung runter. Let's go! Auch heute habe ich wieder eine Überraschung dabei. Und zwar. Alle, die vegetarisch sind. Laut Wegweiser sollten wir jetzt 2 Stunden 10 haben mit unserer Wanderung. Also, verschwenden wir keine Zeit. So, ich habe für dich noch etwas vor heute. Ja. Und damit ihr alle gestärkt auf den Weg gehen, gibt es zuerst einmal eine Packung Cherrytomaten in unserem Fruitpot. Merci. Und dann haben wir hier den Lunchpot. Wenn wir wünschen. Willst du das? Ja, er ist sehr gut. So, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spass. Danke. Und einen guten. Wenn ihr ganz genau herhört, gehören die Kühe am Weiden. Mega schön. Ich habe jetzt den Weg von Brülis auch aufgemacht. Also der strengere Weg eigentlich. Strenger als Bein, sagen wir mal. Ja, genau. Also, wir haben bei dem Weg runter haben wir mal noch ein paar frische Erdbeeren, wow, für euch. Das ist mal für Sie. Danke vielmals. Und dann haben wir ein mega leckeres Sandwich gemacht. Also heute Morgen. Wow! Ja, danke vielmals. Danke Ihnen auch vielmals. Hallo Bali! Nach etwa 20 Minuten auf dem Wanderweg kommen wir zu dieser Hammer-Aussicht zum Sentisser See. Oh. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg auf dem Weg. Viel Spaß. Danke sehr. Danke vielmals. Merci vielmals. Sehr nett. So ist auch genau. Nach fast 2 Stunden Abwandern sind wir jetzt hier beim Berggasthaus Rusitz angekommen, wo wir mit der Trottinette runterfahren. Gehen wir! Jetzt haben wir Trotti und Helm abgegeben und noch eine letzte Lunchbox vor. Jetzt geben wir dem gerade jemanden, der am Abenddüsen ist. Mal schauen, wer jetzt kommt. Nein! Feiner Snack, oder? Genau, das gehört jetzt rein. Danke vielmals. Ja, danke. Ja, das freut mich schon noch. Hat er etwas? Ich hoffe, ihr habt es gerne. Ja, sehr gut. Danke. Oh, oh yes. Herzlich danke vielmals. Fabio, willst du ein Goodie-Goodie? Ja. Bist du gut empfangen? Ich bin ready. Oh. Bist du gut im Werfen? So, schau, wie es früher nicht geklappt hat. Gute Heimfahrt. Gerne.